wächst mehr Brotgetreide als in Salzburg, Tirol und Vorarlberg zusammen. 8 von 10 der in Österreich verspeisten Melanzani sind in Wien gewachsen. Ein Viertel der Stadtfläche Wiens wird landwirtschaftlich genutzt. Damit ist Wien nicht nur eine Weltstadt, damit ist Wien eine Landwirtschaftsgroßstadt. Menschen leben und arbeiten in Wien in der Landwirtschaft. Rund 650 Betriebe, die zu einem großen Teil reine Familienbetriebe sind, sorgen dafür, dass ein Drittel des Gemüses, das die Wienerinnen essen, auch in Wien angebaut wird. Eine Familie, die bereits seit 1898 in der Bundeshauptstadt Gemüse kultiviert, ist die Familie Ganger. Marianne Ganger, die die Gärtnerei in fünfter Generation leitet, lebt von und für ihre Pflanzen. Also der Gemüseanbau in Wien ist für uns ganz wichtig, regional, saisonal, dass wir es den Kunden anbieten können. Überhaupt unsere Vielfalt, die wir schon seit Jahrzehnten machen und das eigentlich auch ausbauen, alte Sorten, dass wir das anbieten und dieses Bewusstsein immer mehr heben, dass wir damit auch die Sortenvielfalt, die Artenvielfalt sichern. In den Glashäusern der Genussgärtnerei wächst Gemüse, das rein biologisch aufgezogen wird und dessen Vielfalt und Sortenreichtum beeindrucken. Wir produzieren an die 77 Sorten Paradeiserpflanzen, 28 Sorten Paprika, unzählige Chilipflanzen, Zucchinipflanzen, Melanzane, also von A bis Z wirklich viele Gemüsepflanzen. Diese Arten, wenn wir sie weitergeben an den Kunden, weil wir auch viele Achinoa-Sorten haben und die dann angepflanzt werden, dient es wirklich zur Sicherheit, dass die Arten erhalten bleiben. Es gibt ja viel, viel mehr noch von dort. In dem Vorzeigebetrieb setzt man wie vor Jahrzehnten bei der Aufzucht auf reine Handarbeit. Das garantiert Qualität. Allerdings erfordert es viel Geduld und noch mehr Liebe zum Detail. Von der Blüte, bis ich sie ernten kann, diese schöne rote Paradeiser, dauert es 2 Monate. Zusätzlich müssen wir auch jede Woche diese Bügeln auf den Rispen montieren, damit es nicht abknickt und die Rispe wirklich ausreifen kann. Spritzmittel und chemische Hilfen zur Optimierung des Ertrages sind verpönt. Als Vorreiter des biologischen Anbaus setzt man auf die Kraft der Natur und unterstützt sie ausschließlich mit natürlichen Hilfsmitteln. Wir arbeiten vorbeugend mit Nützlingen. Wir machen aber Pflanzenstärkung auch mit EM, mit effektiven Mikroorganismen. Das sind Photosynthese-Bakterien, Milchsäurebakterien, Hefebakterien. Das wird auch ganze Gärtnerei gesprüht. Auch die Jungpflanzen, die die Kunden bekommen. Dann kriegen sie stabilere, kräftigere Pflanzen, haben auch kräftigere Wurzeln, wachsen noch besser weiter. Die Gärtnerei Ganger gibt es auch für zu Hause. Zum Mitnehmen im Topf. Das ist unser Riesengemüse. Das ist eigentlich hier beschriftet mit Nummern. Da gibt es einen Katalog dazu. Die Kunden können sich das schon aussuchen. Und es reift aus. Es ist so wie unser Gemüse, das wir in unseren Glashäusern kultivieren. Und die bekommen das jetzt schon zugestellt und geliefert. Jeder kann das bei sich zu Hause aufstellen und schon ernten. Er hat eigentlich 2 Monate Vorsprung an Kultur und hat wirklich volle Ernte. Ich glaube, unsere Stärke ist es, hier frisch vor Ort den Kunden das anzubieten, was hier bei uns wächst. Und das schmeckt auch natürlich ganz anders. Das hat ein Aroma, einen Duft, wenn man schon ins Geschäft hineingeht. Das kann man nicht hertransportieren und das ist unser Vorteil. Frische ist also eines der wesentlichsten Kriterien. Und so werden dem Gemüse lange Transportwege erspart. Nicht so den Konsumenten. Die müssen sich persönlich in die Donaustadt bemühen. Unser Abhofladen ist unser einziger Standort. Wir besuchen zwar das Genussfestival im Stadtpark, dort findet man uns auch, aber sonst dürfen die Kunden zu uns kommen. Die Kunden kommen gerne und auch zahlreich in den modernen Hofladen, in dem auch Produkte anderer Bauern, sofern diese den Qualitätsansprüchen genügen,
ihren Platz finden. Und diese Ansprüche sind ausgesprochen hoch. Für uns ist in erster Linie Qualität wichtig, die Frische, dass es hier vor Ort eigentlich direkt zum Kunden kommt, also ohne dass es irgendwelche Wege in Anspruch nimmt und dass wir eben klimaschonend hier wirklich arbeiten. Es ist nicht nur eine Produktionsstätte von biologischem Gemüse. Hier will man auch Bewusstsein für die Arbeit aller Gärtnerinnen und Gärtner schaffen. Frisches Gemüse wird es in dieser Gärtnerei auch in Zukunft geben. Dass er das wieder zu schätzen weiß, dass es hier wirklich eine Wertschätzung ist für unseren Berufsstand, dass wir hier weiter existieren können, dass wir hier Ihnen eigentlich wirklich ein Produkt liefern dürfen und machen dürfen, was wir auch schon seit Generationen produzieren. Tochter Marianne arbeitet bereits im Betrieb mit und auch das Enkel hat das Gärtnergehen im Blut. So ist man bestens darauf vorbereitet, sich auch zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Ein anderer Wiener Unternehmer ist gerade auf dem Weg zur Arbeit. Der Dienstwagen, ein Traktor. Der Beruf, Stadtbauer. Das Unternehmen, der Prentlhof. Ich bin jetzt Bewirtschafter in sechster Generation. Also ich habe mich sehr spät dazu entschieden, als meine Mutter 2003 in Pension gegangen ist und quasi unseren Schweinemast- und Schweinezuchtbetrieb aufgelassen hat. Und es hat dann noch bis 2005 gedauert, bis ich gesagt habe, ja, es ist spannend, am Stadtrand Landwirtschaft zu betreiben. Auf seinen Äckern am Stadtrand baut er, wie seit Jahrzehnten, Getreide an. Der junge Landwirt scheut aber nicht davor zurück, auch mit anderen Feldfrüchten zu experimentieren. Klassisch hier am südlichen Rand von Wien ist es so, dass wir starken Getreideanteil haben. Da haben wir die verschiedensten Sachen schon ausprobiert, also klassisches Brotgetreide und Roggen, wie man hier hinter uns sieht, für Speiseroggen, also auch für Roggenbrot. Wir produzieren Hartweizen für die Nudelproduktion für österreichische Bionudeln. Wir haben Dinkel gehabt, wir bauen Soja an, wir bauen Linsen an. Und was bei uns ganz neu in der Fruchtfolge ist, was wir auch verarbeiten, ist der Bio-Speisekürbis. So kommt Wiens erstes Kürbiskernöl vom Prentlhof. Die wachsende Stadt und vor allem der Ausbau der U-Bahn-Linie U1, die nach Oberla und damit in die Nähe des Hofes führt, gibt dem Stadtlandwirt allerdings Grund zum Nachdenken. Wir merken halt auch, dass die Stadt wächst. Man sieht halt, der Druck wächst einfach auf die Liegenschaften. Und es wird natürlich dann schwerer, weiterhin in der Größe zu wirtschaften wie bisher. Wer als Bauer in Wien Erfolg haben will, muss positiv denken. Die Stadt bietet Chancen, die den Landwirten auch in Zukunft das Überleben ermöglichen werden. Wir am Stadtrand haben insofern, das sehe ich als einen Vorteil, eine Millionenstadt da hinten quasi, die es ermöglicht, dass man stärker in die Direktvermarktung geht. Und ich denke, diese Qualitätsstrategie ist die, die man gehen sollte. Was meiner Erfahrung nach den Konsumentinnen und Konsumenten besonders wichtig ist, dass sie wissen, wo es herkommt. Also das Vertrauen zu wissen, wer ist der Bauer, wer ist die Bäuerin, die das produziert, ja. Und mit manchen unserer Angebote, also sowohl Schule am Bauernhof als auch dem Selbsterntefeld, versucht man genau das zu fördern. Am Prentlhof denkt man nicht nur ans Heute, sondern auch an die Zukunft. Und damit an die Konsumentinnen von morgen. In der Schule am Bauernhof bringt man Stadtkindern die Landwirtschaft näher. Diese Projekte sind wichtig, weil die Stadtkinder in erster Linie, aber auch Kinder vom Land, keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben und so die Urproduktion kennenlernen können. Ich darf mich jetzt nochmal bei euch vorstellen. Ich bin die Katharina und ich bewirtschafte den Prentlhof gemeinsam mit dem Markus. Der Markus ist der Jungbauer sozusagen. Wer war denn schon mal auf einem Bauernhof? Also schon sehr viele Kinder. Wunderbar. Spielerisch lernen die Kinder die Natur und die Arbeit auf einem Bauernhof kennen.
Ob beim Brotbacken, das bereits mit den Mahlen des am Prenzlhof angebauten Getreides beginnt, oder beim Füttern der Hühner. Die wenigsten Kinder wissen, dass das Getreide am Feld wächst und dass das Feld ganz wichtig ist, um Pflanzen zu kultivieren. Und in den meisten Fällen wissen die Kinder nichts darüber und meinen auch, dass die Produkte im Supermarkt hergestellt werden. Von den neuen Erfahrungen und dem alten Wissen profitieren alle. Und so lernen die Kinder aus der Stadt, was man über die Landwirtschaft wissen sollte. Die Kinder kennen auch vom Supermarkt das Wort Bio. Sie kennen allerdings den Hintergrund nicht. Und wir müssen ihnen das immer wieder erklären, was Bio bedeutet, was die Biolandwirte eigentlich machen. Und dann haben sie einen besseren Zugang zu den Produkten. Der größte Landwirt der Stadt Wien ist übrigens die Stadt Wien selbst. Neben 1000 Hektar, die bewirtschaftet werden, um vor allem städtische Einrichtungen wie Krankenhäuser zu versorgen, fördert sie auch diverse landwirtschaftliche Projekte. Eines davon findet sich in der Lobau. Hier haben zwei junge Frauen ein Experiment namens Nalela gestartet. Nalela steht für Natur, Leben, Landwirtschaft. Und wir wollen eben vor allem altes Wissen wieder vermitteln an Groß und Klein. Wobei wir eben hauptsächlich mit Kindern zusammenarbeiten. Viel Seltsames haben Jill und Miriam von ihren kleinen Besuchern über das Leben auf einem Bauernhof gehört. Falsche Vorstellungen, die es zu korrigieren gilt. Der Bezug zur Natur, haben wir das Gefühl, geht immer mehr verloren als auch bei den Kindern. Vor allem hier auch im städtischen Umfeld. Viele Kinder fragen oft bei der Ziege, ist das eine Kuh oder ist das ein Hund? Und das Eingreifen, vor allem auch ein Huhn. Auch die Hühner können sie angreifen. Also es ist ein ziemliches Erlebnis für die Kinder, was sie eigentlich sonst in der Stadt überhaupt nicht mehr erleben, außer Katzen und Hunde vielleicht. Beim direkten Kontakt mit den Tieren, die den Hof bevölkern, wird den Stadtkindern bewusst gemacht, womit sie es hier zu tun haben. Und dabei macht man kein Geheimnis daraus, dass diese Tiere nicht nur zum Streicheln sind. Wir fragen ja auch immer, was kann man mit diesem Tier machen? Und dann kommt zum Beispiel bei den Hühnern, okay, sie legen Eier, man könnte die Federn teilweise verwenden. Und dass man sie essen kann, das kommt eigentlich nicht sehr häufig. Und dann fragen wir, kann man das essen? Und viele Kinder sagen nein, ja, weil sie natürlich dieses befiederte, lebendige Tier vor sich haben. Natürlich, wenn sie einen Schnitzel hinaus, dann kann man das essen, sagen sie natürlich ja. Aber die Verbindung, dass das von so einem Tier kommt, ist jetzt halt nicht mehr so da. Und sobald du den lebendigen Kontext sozusagen hast, ja, also die Tiere dann auch, die dann nachher als Speise am Teller landen, da ist das sicher etwas, was mehr sickert. Nalela ist ein kleines Projekt, aber ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Bewusstsein für natürliche Lebensmittel zu schaffen. Ein Weg, den immer mehr engagierte Menschen einschlagen. Sie setzen als Alternative zur Massenproduktion auf qualitativ hochwertige Nischenprodukte. Zwei davon sind die Gartenarchitektin Ursula Kujal und der Gärtner Harald Thies. Sie haben hier in Wien-Simmering auf Feigen gesetzt. Nicht ohne Grund. Im Schloss Neugebäude, das sich in unmittelbarer Nähe befindet, hat bereits Maximilian II. Um 1570 Feigen kultiviert. Knapp 450 Jahre später wachsen hier wieder Feigen. Ich habe diesen Platz vor ganz langer Zeit gepachtet. Es war früher eine Gemüsegärtnerei. Ich habe sie auch als Gemüsegärtnerei damals weitergeführt. Und vor 11 Jahren haben wir diese Gärtnerei dann mit Feigen bepflanzt und damit den Feigenhof gegründet. Ich habe gewusst, dass Feigen bei uns im Glashaus und auch im Freien wachsen würden, weil ich die schon mal für den Eigenbedarf in einem Glashaus kultiviert habe. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten ist das Experiment Feigenhof gelungen und der Erfolg sichtbar. Die Feige ist nun in Wien wieder heimisch. Wir haben mittlerweile 150 Feigensorten gesammelt und sammeln weiter und testen aus, welche bei uns winterhart sind und welche besonders geeignet sind, um sie auch als Topfeigen zu kultivieren.
Mittlerweile hat sich der Feigenhof einen Namen gemacht und zieht Kunden an, die Qualität zu schätzen wissen. Sie bekommen jeden Baumarktpflanzen. Nur ob die wirklich dann haltbar sind, wie sie gepflegt worden sind, dass sie mit wenig Spritzmitteln ausgekommen sind, das kann man in den Baumärkten nicht sich verlassen. Es geht um die Qualität der einzelnen Gärtnereien. Und ich glaube, dass der Feigenhof sicherlich zu jenen Gärtnereien gehört, die also sowohl national als auch international wahrscheinlich mitkönnen. Dem Tüchtigen gehört das Glück, könnte man am Feigenhof sagen. Denn just als man begann, hier die Feige zu kultivieren, fanden auch die Wiener Gourmets plötzlich Geschmack an der damals noch exotischen Frucht. Es hat begonnen, dieses mediterrane Geschmackserlebnis. Und dazu zählt die Feige jetzt ganz, ganz wichtig als Hauptträger für praktisch die pikant-süße Note. Der Wiener ist so wie ich ein Mensch, der gern isst und trinkt. Das ist ein sehr starker Erholungsfaktor. Und irgendwie so, wie ich es fühle, glaube ich, kann man sagen, der Wiener liebt das auch. Auf den Feigenhof kommt man als Kunde und man geht als Freund. Wir leben, wir wohnen auch hier und unsere Gäste sozusagen kommen wie Besucher an. Das ist mir ganz wichtig, dieser Empfang. Hier isst man nicht, um zu leben. Hier lebt man, um zu essen. Der Genuss steht im Vordergrund. Immer mehr Exoten werden in Wien kultiviert und von den Wienerinnen und Wienern akzeptiert. Man ist offen für das Neue. Es braucht halt nur etwas länger, weiß Andreas Gugumuk. Er ist der größte Viehbauer Wiens. 400.000 Tiere hält er in der Stadt. Fluchtgefahr besteht allerdings nicht. Es handelt sich um Schnecken. Seit 1720 ist der Hof in Favoriten, im Besitz der Familie. Aber erst 2014 kam Andreas auf die Schnecke. Wir haben da ja eine richtige Suppengrünlandwirtschaft gehabt und es gab bei der Liesing und im Wienschutzzirkel schon genug Weinbergschnecken. Und wir haben gedacht, das wäre doch eine nette Idee, da mit der Schneckenzucht zu beginnen. Die Schnecken haben in Wien eine lange, aber auch traurige Geschichte. Während das Wiener Schnitzel seinen Siegeszug um die Welt antrat, geriet die Wiener Auster, als die Weinbergschnecke aus Wien im 18. und 19. Jahrhundert europaweit berühmt war, langsam in Vergessenheit. Wien war wirklich die Metropole dann der Schnecken. Also gab einen eigenen Schneckenmarkt, der war vor der Peterskirche am Graben. In allen Gesellschaftsschichten gab es Schnecken. Es gab auch am Petersplatz dieses berühmte Schneckenbierhaus und da ist Schubert Grillparzer gerne Schnecken essen gegangen. Andreas Gugumuk gibt sein Bestes, um seinen Lieblingen wieder zu der Bedeutung in der Wiener Küche zu verhelfen, die sie einst hatten. Und dabei beweist er beeindruckende Kreativität. Mittlerweile werden die Schnecken in Wien schon ganz gut angenommen. Das schmeckt eigentlich jedem. Die Schnecken haben einen ganz feinen, milden Eigengeschmack. Also erinnert eher ganz leicht an Kalb mit einer leicht erdig nussigen Note. So entwickeln wir gerade Produkte, wo wir die Schnecken konfieren in Butter, wir schmoren sie in einem Schü, wir separieren sogar die Schneckenleber und füllen sie eigens ins Glas. Also die Schnecke hat noch ein ganz großes Potenzial. Das Potenzial, das in Schnecken schlummert, könnte bald ausgesprochen wichtig werden. Wenn die ganzen Zukunftsmärkte wie Indien, China also genauso viel Burger essen wollen wie wir, braucht man zwangsläufig Alternativen an tierischem Protein. Und das werden immer mehr Kaltblütler sein, wie eben auch die Schnecke, weil da braucht man nur einen Bruchteil, um hochwertiges Protein zu erzeugen. Während Schnecken die Wiener Weideflächen wieder bevölkern, sind Rinder, Schweine oder Schafe, die noch vor Jahren in Wien heimisch waren, nahezu verschwunden. Allein im 14. Bezirk haben sie noch eine Heimat gefunden. Am Hof der Familie Rautner leben Mangalitzer und Durockschweine samt ihrem Nachwuchs, Hühner und ein Hahn sowie 30 Schafe.
Aber allen voran ist dieser Hof eines der letzten Refugien für Rinder. Gemeinsam mit seiner Frau Monika betreibt Erich Rautner am westlichen Stadtrand von Wien eine Rinderzucht. Die schottischen Hochlandrinder werden artgerecht gehalten, haben jede Menge Auslauf und fühlen sich sichtlich wohl. Für den Bauern ist das nicht immer so angenehm wie für seine Tiere. Für mich hat es wenig Freizeit, wenig Sonntage gegeben. Diese Wiesen, das waren alles Wiesen, was wir bewirtschaftet haben. Und das haben wir alles mit der Hand müssen machen. Ne? Und da ist im Sommer bei 35 Grad Hitze. Und da haben wir noch ein Pferd gehabt, die 5 Bremsen. Also das war schon sehr mühsam. Nicht? Die Tiere bestimmen den Alltag der Menschen. Freizeit ist ein rares Gut für den Landwirt. Zu tun gibt es immer etwas. Von 9 bis um 12 Uhr bin ich einmal da, mache einmal die Viecher alles, schaue alles nach. Einmal in der Woche gehe ich bei den Rindviechern die Zäune ab. Nachmittag dann tue ich mich mit dem Holz ein bisschen beschäftigen und die Wiesen pflegen, muss da machen. Nicht? Im Sommer kommt dann die Heuarbeit. Es ist der Tag ausgefüllt. Ohne seine Frau Monika, die ihm zur Seite steht, wäre die Arbeit nicht zu schaffen. Sie ist die Seele des Betriebes und vor allem die Geschäftsfrau. Ohne Frau ging es nicht. Es geht wirklich nicht anders. Ich kenne das nicht. Es sind so viele Sachen, wenn wir unseren Bauernmarkt haben, dreimal im Jahr, und schneide das Fleisch, richte es her und lege es um und will mit dem Preis und mit den Ausrechnungen, mit den ganzen gar nicht, weil ich den Gedanken gar nicht dazu habe. Nicht? Ich kann das gar nicht machen. Das macht alles sie. Nicht? Und dann hilft uns die Tochter und der Sohn, die Schwiegertochter. Wir helfen dann an alle zusammen. Ja, wenn halt geschlachtet wird, dann bin ich voll gespannt. Und wenn wir diesen Markttag haben, diesen Hofverkauf, dann ist eine ganze Woche mit Blunzen machen und Brot backen. Und das ist der ganze Tag weg. Neben den Hochlandrindern ist Herr Rautner vor allem auf seine Schweinezucht stolz. Die heute begehrten Mangalitzer-Schweine waren bereits vom Aussterben bedroht, da ihre inneren Werte nicht von jedem geschätzt wurden. Bei der Mangalitzer ist nur Speck da und wenn man den nicht gut zubereitet, sprich jetzt mit der Söch und mit der Suhr und das Ganze, dann ist fast nicht zum Verwenden das Fleisch. Ne? Der Speck, der einst als der größte Nachteil der Mangalitzer Schweine galt, ist heute das größte Kapital für den Züchter. Der feine Speck, der noch dazu reich an Omega-3-Fetten ist, gilt mittlerweile als Delikatesse. Also das da, dieses weiche Mangalitzerfleisch, das ist sowieso der Renner. Das ist der Renner, weil es eben ganz anders schmeckt. Es ist feiner und zerfällt da ja im Mund. Ne? Das Angebot und vor allem die Qualität des Angebotes hat sich weithin herumgesprochen. Die zum Leidwesen vieler Kunden viel zu seltenen Bauernmärkte, die direkt am Hof stattfinden, sind gut besucht. Nein, sperren wir auf und da sind schon die Leute angestellt. Das sind besondere Tage im Jahr, die auf unserer Homepage ersichtlich sind. Da machen wir Blutwurst, Bratwurst, Leberwurst, Blumzen, Presswurst, Sulz, Schmalz. Ja, das kommt natürlich sehr gut an. Mangalitzer Speck haben wir meistens zu wenig. Bei seinen Rindern geht der Züchter einen ganz besonderen Weg. Erst wenn alle Teile eines Tieres verkauft sind, wird es geschlachtet. Ein Gegenmodell zur industriellen Nahrungsmittelproduktion. Es kommen viele Leute, Neukundschaften dazu, die beim Spazierengehen die Rinder sehen. Und dann sagen sie, kann man da mal was kaufen? Und ja, dann müssen sie sich auf eine Liste setzen lassen. Und dann wird halt der, was als erstes draufsteht, der kommt als erstes drauf. Die anderen müssen halt ein bisschen länger warten. Und so funktioniert das. Und sie sind sehr dankbar. Also danke, dass wir bei Ihnen einkaufen dürfen, und sagen einige, nicht alle, aber einige. Und das ist so schön, das ist schöner als halt ein Verdienst.
Die Landwirtschaft kehrt zu ihren Ursprüngen zurück. Im Großen wie auch im Kleinen. Und sogar im sehr Kleinen. Immer mehr Menschen ziehen ihr eigenes Gemüse auf sogenannten Selbsternteparzellen. Einer der Pioniere dieser Form der Landwirtschaft ist der Zentralverband der Kleingärtner Österreichs. Im 21. Wiener Gemeindebezirk stellt er mit dem sogenannten Ernteland allen Interessierten Parzellen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung. Diese sind zum Teil bereits bepflanzt und müssen nur mehr gehegt und am Ende der Saison beerntet werden. Ein Angebot, das gerne angenommen wird. Wir haben, was mich sehr freut, viele Familien mit Kindern. Das ist immer sehr interessant, diese Kinder zu beobachten. Vom Beginn, vom Pflanzen bis zur Ernte. Ist wirklich sehr interessant mit den Kleinen. Dann haben wir selbstverständlich Multikulti, was auch mir persönlich sehr viel gebracht hat, weil diese Methoden der Bepflanzung und die verschiedenen Gemüsesorten, die wir ja da gar nicht probieren, weil wir nicht wissen, wie das funktioniert. Süßkartoffel zum Beispiel, ja, hat eine Dame hier, die hat Süßkartoffel angebaut, ist natürlich für uns was Neues. Im Ernteland treffen sich Menschen, die die Liebe zum Garteln verbindet. Aber auch sonst haben sie etwas gemeinsam. Wenn man zum Beispiel in einem Paradies auf einen Supermarkt reinbeißt, dann glaubt man, es ist ein Plastikball mit Wasser gefüllt und da weiß man es, was man hat. Es schmeckt anders, man weiß, dass keine Chemikalien verwendet wurden, was natürlich im Supermarkt, wenn man Bioqualität kauft, auch oft der Fall ist. Aber hier ist es natürlich sehr naturbelassen. Ich liebe es, in der Erde zu arbeiten. Ich gehe meistens barfuß. Und das selbst anbauen, ja, und selbst ernten dann, das ist das Tolle. Weil ich weiß, woher es kommt und es schmeckt viel besser. Man bildet sich es wahrscheinlich ein, aber es ist was ganz anderes, als wenn man es wo kauft. Das Bewusstsein für Bio ist sehr stark im Kommen. Jeder will wissen, was er erntet. Bei uns ist absolut hier Bioanbau, die Leute tun nur mit Kuhdung oder rein biologisch unterstützendes Wachstum. Das ist vielleicht auch, dass sie sehen, so, ich habe es mir selbst geschaffen, das Gemüse. Wien ist Vorreiter in Sachen Lebensqualität. In der internationalen Mercer-Studie, in der die Lebensqualität von 231 Großstädten weltweit verglichen wurde, belegte Wien zum 9. Mal in Folge den ersten Rang. Das ist nicht nur eine Frage der Kultur, der Wirtschaft oder der Sicherheit. Wien beeindruckt auch als Nahversorger für Lebensmittel und hat europaweit die größte Stadtlandwirtschaft. Die kurzen Transportwege und frische, natürliche Produkte stellen einen direkten Nutzen für die Bevölkerung dar. Ein Umstand, auf den die Bürger stolz sein können.